Samstag, 15. Mai 2021, Eichel Isidor der Bauer. Jesus sagte: Mein Volk, ihr müsst so dankbar sein für eure Bauern, die jedes Jahr so viele Risiken auf sich nehmen, um die Ernte für euren Tisch zu liefern. Nachdem ich einige Landwirte kennengelernt habe, sind es wirklich intelligente Menschen, die in der Lage sind, einen Bauernhof und alles, was dazu gehört, zu führen. Sie müssen in viel Land und Maschinen investieren, um ihre Feldfrüchte zu pflanzen und zu ernten. Sie gehen Risiken ein mit Überschwemmungen, Dürren und der Suche nach Märkten, um ihre Ernte zu verkaufen. Sie haben einige Gemüse angepflanzt und kennen die Probleme mit Ungeziefer und Tieren, die ihre Ernte fressen wollen. Sie mussten auch das Unkraut fernhalten. Der Bauer ist nah am Land und er versteht die Natur und wie man Pflanzen anbaut. Auch wenn es schwer ist, vom Ackerbau zu leben, ist die Landwirtschaft ein sehr notwendiges Mittel, um seine tägliche Nahrung zu finden. Ihr müsst für den Erfolg eurer Bauern beten, dass sie ihre Ernte auf den Markt bringen, damit ihr frisches Gemüse und Obst zum Essen habt. Euer Zufluchtsvolk wird meine Engel noch mehr schätzen, wenn sie euch auch frisches Gemüse und Obst bringen werden. Eure Zeit, zu meinen Zufluchtsorten zu kommen, rückt näher. Vertraut auf mich, dass ich meine Gläubigen in allen meinen Zufluchtsorten beschütze und ernähre. Jesus sagte: Mein Volk, ihr tötet immer noch fast 1 Million Babys jedes Jahr mit euren Abtreibungen. Das ist nur ein Teil der Todeskultur, zu der auch Euthanasie und Kriege gehören. Jetzt wollen die eine Weltleute noch mehr Menschen mit Viren und Impfstoffen töten. Die Impfstoffe töten Menschen und verursachen bei 20% der Geimpften schwere Komplikationen. Wenn die Bösen den nächsten tödlichen Virus freisetzen, werden viele geimpfte Menschen sterben, weil ihr Immunsystem zerstört wurde. Lassen Sie sich also unter keinen Umständen impfen. Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen könnten an dem nächsten wilden Virus sterben. Satan führt die Todeskultur an, aber meine Gläubigen führen die Pro-Life-Kultur an, die mir die Ehre gibt. Kommt an meine liebende Seite, weg von den Menschen der Todeskultur. Übersetzt mit www.dpl.com/translator, kostenlose Version.